Hey und hallo zu Sims hier, zu Dinis Restaurant, und jetzt ist er gleich nämlich verschwunden gewesen. Ich habe hier tierisch umgebaut, falls ich es auch irgendwie noch nicht gesagt habe. Kanaskana ist am Essen und Tini ist da drüben auf dem Klo. Und genau, sie ist auch auf dem Weg jetzt zum Essen und wir können jetzt über die Treppen gehen. Das habe ich, glaube ich, auch schon gezeigt. Aber hier zeige ich es nochmal. Wir haben natürlich auch trotzdem was Neues. Wir haben ja das Veggie-Restaurant. Das habe ich euch gerade gezeigt. Und das ist ja auch cool. Aber Tini möchte natürlich ihr Badeplansch-Restaurant nicht missen und hat es natürlich behalten und oder wieder zurückgekauft. Und insofern muss ich mal sehen, ihr tierischen Hunger. Mal sehen, ob sie drüben ankommt. Ja, die Treppen, das dauert ewig. Und hier habe ich irgendwie was vergessen. Also jetzt hier, was sag ich mal, Teenies Restaurant, das ist nämlich dieses Baderestaurant, und Veggie Restaurant ist das Veggie Restaurant. Und ja, im Grunde genommen haben wir zwei Restaurants, eine richtige Restaurantkette und 141 Simoleons. Wir haben also kein Geld mehr, sie hat das letzte Geld aufgebracht, und um da irgendwie noch das letzte Restaurant wieder zurückzuerobern. Das heißt, das nächste ist dann der Zwei-Seiten-Hof. Und dann hat sie alle wieder. Ja, das wusste ich nicht, dass er mehrere Restaurants führen kann. Tini selber hat es mir gesagt. Da habe ich mich sehr gefreut und habe mich natürlich sofort dran gehalten. Wo ist denn jetzt Kanaskana? Der saß eben noch in der Küche. Jetzt klicke ich mal hier. Wo bin ich denn? Hallo? Ach, hier sitzt er am Computer. Ja, pass mal auf, mein Freund. Du solltest zumindest mal in dein Bäuche gucken und so. Ich meine, das machen wir glatt mal. Oh, die sehen recht gut aus. Die haben also, glaube ich, einen Tag vorher okay, vorgenommen. Tini sitzt hier draußen. Okay. Ach, guck mal hier. Hier muss er schon richtig machen. Garten pflegen und dann darfst du auch alles ernten. Mach doch mal. Alles ernten. Und was ist hier? Weiterentwickeln. Oh, weiterentwickeln. Der auch? Nein. Und weiterentwickeln. Wo ist er? Das wollen wir noch mal kurz sehen. Tini ist fertig mit Essen. Hier geht es jetzt auch richtig toll. Also Tini könnte sich dann um ihre Restaurants wieder kümmern. Und Tini geht noch mal auf die Terrasse hier oben zu den Bäumen hier und macht die irgendwie noch mal. Ich meine, ja, wir müssen jetzt alle irgendwie nicht Samen kaufen. Da steht doch schon was drin. Jeden. Kannst du mal. Und bewässern. So, Tini macht hier oben. Profigärtner. Genau, den brauchen wir. Immer noch. Was soll denn das mit dem Profigärtner? Das finde ich jetzt blöd. Was steht denn hier? Momentan scheint es nicht zu ernten zu geben. Kommen später nochmal vorbei. Aber blinken tun sie auch wie verrückt. Und das sind die aber auch hier. Ableger und so weiter. Weiterentwickeln ist hier nicht. Nee. Dann lassen wir es. Gut. Dann wollen wir mal sehen, dass Tini hier irgendwie was in den Bäumen macht. Da ist er schon. Ups. Aus dem Bild gehopst. Oh. Hat sie sogar weiterentwickelt, genau. Gut. Was ich allerdings musste, wir gehen jetzt mal auf Tini ein bisschen rauf, und wenn sie nämlich fertig ist. Ach, guck mal, er kann auch schön entwickeln und so, das macht schon tollen Spaß. Und Tini macht jetzt, die ist nämlich gleich fertig hier. Und wird dann. Ja, wir reisen heute nochmal zu dem Teen-Restaurant, und da muss ich schon einige Sachen mal zeigen. Es ist schon abends 19:01 Uhr, und los, mach doch mal trotzdem auf. Das Ding ist neu eröffnet. Ich habe hier, ja, ganz gegen meine Grundsätze habe ich hier Jonah, stilecht, als Empfangsherr.
Allerdings habe ich nur so schreckliches Kellnerpersonal gefunden, dass ich die genommen habe. Okay, oder mir die hübschesten ausgesucht. Köche sind jetzt übrigens auch zwei Männer. Einer ist ein bisschen, ein bisschen korpulenter wie ein Koch eben. Das ist Tim. Und das hier, Alex. Und weißt du was? Jetzt sind die gerade gekommen. Tim verwalten, Schulung bezahlen, befördern zu Koch Level 2. Und das mache ich jetzt mal mit allen beiden Köchen. Denn irgendwie können die schon mal befördert werden und kriegen dann auch mehr Kohle, ne? Habe ich schon Personal? Quatsch, habe ich schon Kunden? Die Personal habe ich genug. Ich habe hier drei Kellner. Ja, übrigens konnten wir das, was wir irgendwann erreicht haben und irgendwann gekauft haben an Vorteilspunkten, das konnten wir auch sofort wieder einsetzen. Es sind 1315 Vorteilspunkte. Ja, allerdings musste ich alles neu einstellen. Ich musste das ganze Personal neu einstellen und ich musste ihnen auch neue Sachen zum Anziehen geben. Also, die hatten dann wieder Kellnerklamotten an und sie wischt. Ich will nicht alle befördern, das ist auch blöd. Okay, dann warten wir erstmal. Oh, kriegt man hier vorne das richtige Bär los jetzt hier. So, klicke ich mal kurz weg. Was ich noch machen wollte, was ich gerne mal sehen wollte, wie es geht. Wenn wir jetzt das Veggie-Restaurant öffnen. Was passiert dann, wenn wir nicht da sind? Passiert da was? Jetzt sind wir heute erstmal hier. Ja, geil. Ach scheiße, entschuldigt. Aber Gericht empfehlen habe ich da noch hier. Und, nein. Carrie trinkt einen spuckenden Landsitz, Meloir, für 56 Simlons und, ich muss ja natürlich die Karte auch bearbeiten. Buntmarsch aus der Pfanne gibt's. Guten Appetit. Das kriegst du empfohlen und hier. Sie sucht auch. Begrüßen. Alina. Ja, das war unsere ehemalige Kennerin, aber Gericht empfehlen geht leider nicht mehr. Gut. Um Gottes Willen, das sind so viele. Die rutschen alle. Naja, das Restaurant ist schon einfach cool, also gibt's gar keine Frage. Es sitzt hier weiter keiner. Hier drüben ist Dashi. Dashi war ja vorher Köchin, ist aber jetzt Kellnerin. Also wir haben teilweise schon Personal hier eingestellt, das wir auch schon hatten. Was machst du denn da mit ihr? Los, priorisiere mal die Bestellung und ich verstehe auch nicht, dass sie jetzt hier. Julia hat jetzt nicht die Kellner-Sachen an. Das verstehe ich ja auch nicht. Aber ich sag mal, Badeanzug ist Badeanzug und Bikini. Naja, gut, ich weiß nicht, warum sie das nicht hat. Keine Ahnung. Jo, hallo Sunshine. Okay, mal vor allem ist Jonah hier noch jung, ja, und der Legacy Challenge ist ja kurz vor dem Tod, ne? Fällt uns da bald um. Was ist denn? Mach doch mal hier irgendwas, dass die dann auch zufrieden sind. Empfohlen, dass sie bestimmt auch die Bestellung priorisieren. Weil ein bisschen was müssen wir auch verdienen. Ah, da geht's schon los. Ach du lieber Himmel, was machen wir denn jetzt? Kann ich das nicht aufheben? Ach, sie hebt's auf. Müssen die jetzt neu bestellen? Oder was ist hier passiert? Ich werde dafür sorgen, dass der Koch den Herd hochdreht, damit das Essen schneller kommt. Ja, mach mal. Wäre schon ganz cool. Das ist nämlich eine Runde schon runtergeflogen. Das hier ist runtergeschmissen.
Na gut, wir werden das hier verwalten. Wir werden mal eine Motivationsrede halten. Lucy schafft das. -96 jetzt sind es 39 plus. Und wir werden mal sehen, ob das so Geschäftsbudget 2429 und keine Sterne. Jonah rennt hier rum. Ah, jetzt ist hier Sunshine. Okay, dann begrüßen wir sie auch noch. Geht nicht. Tisch überprüfen, alles gut. Machen wir denn so? Ja, wie ist das? Können wir jetzt das Restaurant auflassen? Und achso, wie läuft denn jetzt das andere Restaurant? Können wir das jetzt von hier aus sehen? Schließen? Nee. Kann ich nicht sehen. Oh, Tini schämt sich. Warum? Pass mal auf, wir lassen es mal offen und reisen mal rüber zu dem anderen Restaurant. Das muss da irgendwie klappen. Natürlich, niemand kommt mit und Speiseumsatz 0. Guck doch mal nach. Ich habe mich gerade gefragt, ob sie... Mach mal Outfits. Ob sie jetzt in Badebekleidung kommt? Natürlich kommt sie in Badebekleidung. Hier sitzen noch Gäste. Ah, die haben irgendwie... Hä, wie kann denn Sunshine hier sitzen? Okay, wir begrüßen hier mal so den einen oder anderen. Hier geht's ja auch irgendwie los. Hier ist Susi, begrüßen. Hier ist Familie Bjergsen. Mhm. Okay, geht's so richtig ruhig zu, ne? Ach, guck mal, klappert auch die Kasse. Ja, begrüßen wir dich eben zweimal, du wirst du da kicken. So, machen wir auch. Und wer sitzt hier? Guck mal, sie saß auch da drüben in einem anderen Restaurant. Das ist Kim. Okay. Also, gehen wir uns jetzt einfach ein bisschen Zeit. Hier saß er auch in genau. 31 Simlons plus und die würde mich mal hier der Blick hier drauf 100. Ah, okay, ja, verstehe. Was ist los? Was du mal machen kannst, du kannst mal hier irgendwie Virginia verwalten und die Verschulung wollen wir sie nicht. Wir wollen sie befördern und natürlich sie auch. Julia. So, beide irgendwie das Köchchen befördern. Zack. Sie ist schon älter. Na gut, Lea, was soll's? Eine Beförderung für mich? Ich? Na klar, das wurde ja Zeit. Alles klar, Frau Sim. Frag mal hier Tisch überprüfen und okay, ist ja schließlich ein Veggie-Restaurant, ja klar. Und ich find's cool. Also wir brauchen ja unendlich viel Geld, weil ich glaube, das Haus, das wir haben, hat 14.000 Simlons Rechnung gekostet und ja, gute Fuhre, das kriegen wir mit den Restaurants erstmal nicht rein. Müssen wir mal sehen, was uns da irgendwie den Kopf rettet, keine Ahnung. So, die sind fertig hier. Okay. Wo ist denn die? Mit ihrer Yogamatte ist sie hier unterwegs. Ich sehe sie gar nicht. Ach, hier ist sie. Oh, jetzt kommen hier schon... Jetzt kommen die Aliens. Bewertung gestiegen. Von was denn? Vom Veggie-Restaurant. Ja, ich war hier völlig falsch. Da ist nämlich schon ganz schön Kohle eingefahren. Es ist 1.12 Uhr. Und Tini Restaurant sind 181 eingefahren. Also wir auch ein bisschen Umsatz. Und die Vorzeitspunkte liegen leider nicht zusammen. Und ich wäre fast dafür, dass wir das Ding mal schließen. Jetzt. So.
Netto gehen 15 Simoleons, ja, hier drauf darf man nicht gucken, denn Kosten haben wir ja auch noch. Das ist klar. Wer ist denn das hier? Na guck mal, Tini, gehst du mal hier? Wir sind ja überaus super nett heute und außerdem ist das ja jetzt hier. Ne, jetzt muss ich auch umschalten hier. Veggie? 391 und dann hier sehe ich immerhin 234 Simoleons eingenommen. Das ist schon mal ein ganz schöner Haufen. Sandy? Schulung? Nein. Nee, befördern tun wir jetzt die Kenner nicht, aber wir halten ein paar Motivationsreden. Du kriegst eine und... Nein, du Ian. Wenn ich sie treffe. Sie haut mir ständig ab. Ah, Tini hat sich umgezogen. So, Lea? Lea kriegt auch sowas. Ich lobe sie mal. Wer ist denn hier der dritte Kenner? Oder habe ich hier noch keinen? Ach, hier habe ich nur zwei Köche und zwei Kellner. Lea und Sandy. Gut. Hier kann ich mir noch einen aussuchen. Übrigens. Ja, machen wir das doch gleich. Also für das nächste Mal irgendwie. Ich würde sagen, das ist hier alles sowieso etwas älteres Personal. Irgendwie haben die alle graue Haare. Und Ben hat einen fischig Bart. Gefällt mir gar nicht. Sucht euch einen aus. Alexa als Bär wird sie nicht bei uns kennen. Definitiv. Und Ben Roth, weiß ich nicht, ob das als Senioren sind oder keine Ahnung. Ihr werdet es mir dann sagen. Was wir mit denen machen. Okay, jetzt sitzen die anderen Leute. Waren die nicht... Die Bjergsen ist gerade zugange. Ach, guck mal, er kann sich nicht entscheiden. Begrüßt ihn mal. Begrüßt ihn mal, der war von auch drüben in dem anderen Restaurant. Ach, Gericht empfehlen. Granite Falls Blitz. Blitzo Blanco. Der ist gut. Pizza? Nee. Möchtest du lieber ein Dessert? Doch eine Käsepizza. Das ist unser teuerstes. Nimm's einfach. Schmeckt total gut. Ach, guck mal, hier sind schon mal vierer Köpfe aufgetaucht jetzt. Oh, die Stimme ist ja nicht zu hören, irgendwie nicht zu fassen. So, es ist 2.36 Uhr. Kanalskanal ist um sich kümmern. Er ist auch nicht arbeiten, oder? Eigentlich habe ich erwartet, dass er arbeitet, aber er ist bis 2 Uhr ist schon zu Hause. Sie hat gar keinen Spaß, obwohl es 355 Speisen und das ist nach unten gegangen. Und der Nettogewinn ist auch nach unten gegangen. Na los, ein bisschen halt man offen, geht denn nun mal nicht anders, nicht auch ein Gericht empfehlen und du nimmst am liebsten Macchiato und Möhrenbrot. Und den Zwiebelbagel und dann ist völlig okay und mal gucken. Gut, hier haben wir auch ein bisschen Geschäftsbudget und hier haben wir auch mehr Vorteilspunkte. Aber ich wollte gerne bei den Vorteilspunkten, ich wollte das hier haben. Gut geführt. 4500. Nämlich setzt die Wahrscheinlichkeit, dass ich während der Abwesenheit deines Sims schlimme Dinge eignen herab. Also, gut. Dann läuft die Bude nämlich ohne dich. Und das ist das, was uns fehlt. Ja,
Schließen möchte ich das Restaurant noch gar nicht. Jetzt haben wir 434 Umsatz. Gut, die beiden essen die schon? Nee, 201 netto. Naja, irgendwann muss sie kaum zumachen, sie muss so nach Hause. Kann sie denn auch so nach Hause? Was soll ich hier hin, wa? Wir probieren mal aus. Wir probieren halt alles. Ganz allein. So, die Empfehlung des Kochs. So, Tini ist wieder zu Hause gelandet und wir denken, so müde ist sie hier gar nicht. Also irgendwie sah es jetzt schlimm aus. Ist okay. Gut, wir denken dann, dass das Veggie noch offen ist und müssen es dann irgendwie im Laufe der Zeit dann irgendwie mal zumachen. Ja, ich wollte jetzt mit Tini hier pinkeln gehen. Genau. Gut. Ab aufs Klo und ich sage mal dann schön, dass ihr da gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, schreibt mir in die Kommentare und lasst es gut gehen. Tschüss.